Salvede des Kiboli des Kibolegen und herzlich willkommen zu einer neuen OMG-Folge. Es geht wieder los und die nächsten Tage wird es jeden Tag eine OMG-Folge geben. Und ich habe echt Bock. Ich habe noch gerade Herzrasen, weil ich gerade 5 Treppenstufen hochlaufen musste. Ich muss wieder mehr Sport machen auf jeden Fall. Aber mit dem Weißer Zähne ist auf jeden Fall alles cool. Ich sehe noch gerade, ich muss zum Friseur, weil meine Haare gerade so über den Rand stehen. Naja, das werden wir hinkriegen. Okay. Ich twitter gleich mal. Oh mein Gott. Ist das normal, dass man so außer Atem ist, wenn man so 5 Treppenstufen hochläuft? Ich twitter gleich mal OMG-Thema. Also ich habe es gerade eben schon getwittert. Ich schaue jetzt mal die Antworten. Erste Antwort ist, ein Ereignis, was dir passiert ist im Urlaub. Urlaub ist auch ein gutes Stichwort. Ich twitter jetzt auch gleich mal. Ich habe nämlich gedacht, wir gestalten das ein bisschen anders. Ich twitter jetzt Hashtag OMG und dann das Thema, beziehungsweise eine Frage, wo die dann da dazu schreiben können. Und ich mache jetzt einfach mal, wo war euer schönster Urlaub? Wo war euer schönster Urlaub? So, das wird jetzt hier gerade getweetet und währenddessen rede ich schon mal ein bisschen über meinen Urlaub, beziehungsweise erstmal insgesamt über Urlaub. Ich war noch nicht so oft in Urlaub. Also, was heißt nicht oft? Ich war schon auf jedem Kontinent. Ne, nicht ganz. Auf der Antarktis war ich nicht, in Australien war ich auch nicht. Ich war eigentlich halt nur Asien, Europa, Afrika und halt Nord- und Südamerika. Ja. Das war's. War auch nicht ganz so cool, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall, mein Lieblingsurlaub war, glaube ich, sogar in Europa. Und zwar in Sardinien, okay? Und das ist eigentlich ist ja Italien so ein Standardurlaubsziel. Also wenn ich euch das vergleiche, Japan war natürlich auch mega crazy. Aber mein schönster Urlaub, das hängt ja an den Erinnerungen, an den Gefühlen, die ich dabei hatte. Und das war eindeutig Italien, weil... Damals war es so, es war in der 10. Klasse und damals war ich mit meinem besten Freund da im Urlaub. Also natürlich auch mit seiner Family, also seine Eltern und er und ich. Und wir waren in Sardinien. Seppi, falls du zuschaust, hi. Und er war halt mein bester Freund. Und das Problem war, dass ich ja die Schule gewechselt, also zu der Oberstufe dann auf eine andere Schule gegangen bin. Und deswegen war das so quasi unser Abschiedsurlaub, weil wir uns danach wahrscheinlich nicht mehr so oft gesehen hätten, was dann auch irgendwie der Fall war, weil er natürlich Oberstufe, ich Oberstufe in verschiedenen Schulen und jetzt studierte, beziehungsweise hat Polizei studiert und bla bla bla. Und auf jeden Fall hat man sich dann halt nicht mehr so oft gesehen. Und deswegen war dieser Urlaub halt nochmal die letzte Möglichkeit für uns, so ein bisschen zusammen abzuhängen. Und wir haben das natürlich dann total genossen. Und es gibt so viele Erinnerungen. Also wirklich, immer wenn ich mit irgendjemandem über das Thema Urlaub rede, wie halt jetzt zum Beispiel, dann komme ich immer auf Sardinien. Weil das war so mein Urlaub. Da habe ich so viel erlebt. Wir waren jeden Tag richtig viel unterwegs. Manchmal war ich auch mega genervt. Beziehungsweise, ich will es nicht zugeben, aber Seppi, du warst halt echt mega genervt an manchen Stellen. Ich weiß. Ja, das sieht man ja auch dann im Video. Also wir haben damals das aufgenommen und... Ja, wir waren damals ziemlich, also, oh nee, das ist so peinlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen kann. Weil wir damals auch so ein bisschen gerappt haben und wir haben dann dort ein Video aufgenommen und das war so Nee, also das Video war gut. Und die Musik war eigentlich auch gut. Was man halt von 16-Jährigen erwartet, ne? Auf jeden Fall, ja. Übrigens bin ich hier in einem anderen Ort, falls es noch nicht aufgefallen ist. Ich bin bei jemandem, der One Direction mag, was ich jetzt gerade hier sehe. Und auf Lila Couchen steht. Als Tipp, es ist kein Mann. Ja, auf jeden Fall. Wo war ich gerade? Genau, Sardinien. Was war denn das Coolste in Sardinien? Ich glaube, das Coolste war, ich weiß gar nicht, welche Nacht es war. Ich glaube, die zweite oder dritte Nacht. Wir hatten damals so unseren Schwarm, wo wir so ein bisschen geschwärmt haben. Beide für so different girls und so. Und wir hatten da halt ziemlich Heimweh bekommen und ziemlich... Wir waren sehr melancholisch in dem Moment, in der Nacht. Und unsere Wohnung, also wir hatten so, dass die Eltern haben oben so eine eigene Wohnung gehabt und wir hatten unten unsere eigene Wohnung. Das war so ein bisschen im Keller. Und da war halt so ein Kellerfenster, ne? Und über das Kellerfenster sind wir dann raus, nachts, sind dann durch das halbe Dorf. Das war so ein, also was auch ziemlich cool war in dem Dorf, es war ja halt nachts richtig warm. Und deswegen waren da die Kids, also ich weiß nicht, so 6-jährige Kinder mit den Eltern halt draußen auf der Straße, überall so diese orangenen Laternen und die haben bis nachts haben die da draußen Halligalli gemacht, was ich richtig cool fand. Aber ich glaube, das war schon irgendwie 3 Uhr nachts. Übrigens fängt es ja an zu donnern und alles, weil es ja gerade gewittert, aber YOLO. Auf jeden Fall sind wir dann zum Strand gelaufen, der Seppi und ich. Also, oh, Seppi? Ja, habe ich schon gesagt, ja. Und da ist gerade der Mond aufgegangen oder untergegangen, ich weiß. Nee, wahrscheinlich aufgegangen. Auf jeden Fall war er so halb über dem Meer. Und es war wirklich richtig hell und ich habe noch nie so einen großen Mond gesehen. Der war wirklich riesig und das war sowieso richtig krass.
weil, also nachts am Meer zu stehen, viele, also die, die das schon mal erlebt haben, wissen, wie krass das ist, wenn man die Augen schließt und man hört einfach um sich rum dieses Rauschen. Und dann war vor dir dieser Riesenmond, wir hatten Kerzen dabei, die haben wir dann angemacht, in den Sand reingesteckt, haben uns dann hingelegt und haben dann so Musik gehört und haben so gechillt und an unsere Schwärme gedacht. Ist das die Mehrzahl von Schwärme? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, was ich eigentlich noch am Anfang sagen wollte, schreibt mal in die Kommentare auch, wo euer Lieblingsurlaub war. Also nicht nur für Twitter-Leute jetzt, sondern auch für die, die das Video sehen. Schreibt mal in die Kommentare, wo euer coolster Urlaub war. Welches Land? So. Okay, wir lagen da dann so und haben halt, es war wirklich so ein Moment, der hat sich richtig eingeprägt bei mir. Und dann habe ich auf einmal was bellen gehört. Und ich weiß nicht, weiß es der eine oder andere von euch ja schon, in Italien laufen ja Streuner rum. Das sind Hunde, die niemand gehören. Oder zumindest jemanden gehört haben und sind dann einfach mal so weg, weil sie gedacht haben, no risk, no fun, ich lebe nur einmal. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, es waren Hundebellen. Ne? Auf einmal sehe ich da so, dass da ein Hund kommt. Und denke ich so, oh, da kommt ein Hund, ne? Kann ja mal vorkommen. Auf einmal schaue ich nach rechts und da waren dann noch 10 Hunde. Und ich dachte so, oh, da sind ja dann schon mal 10 Hunde. Dann habe ich wieder nach links geschaut und dann waren da auf einmal nochmal 10 Hunde. Und ich gehe dann so hoch, weil ich lag ja da am Strand, gehe so hoch, schaue mich um und da waren wirklich 20, 30 Hunde. Das war eine richtige Hundegang, die uns da überfallen wollen. Wir haben das nicht mitbekommen. Wir haben ja Musik gehört, haben so hochgeguckt, so ein bisschen nach vorne halt, so den Mond. Auf einmal, wirklich 2 Meter entfernt, gehe ich hoch. Steht da so eine ganze Brigatte von Hunden und ich so, what? Und ich hatte echt Schiss in dem Moment, auch wenn Streuner eigentlich sehr lieb sind. Also ich glaube nicht, dass die Streuner irgendwie Menschen anfallen würden, aber die waren ja wahrscheinlich neugierig, weil wir da am Strand lagen, Musik anhatten, so ein Gejaule, das war ja so eine Schnulzenmusik und ja, Kerzenschein und so, da sind die wahrscheinlich neugierig geworden. Aber ich war in dem Moment echt, ich hatte so Schiss. Sammy hat sich so hochgestellt und hat so in die Wolken geschrien, hol mich doch, wenn du es willst oder sowas. Und ich bin da so nach hinten gekrabbelt, keine Ahnung, auf jeden Fall hatte ich eigentlich mega Schiss in dem Moment. Ich war halt echt überfordert. Weißt du, du chillst da und denkst an deine Freundin, gehst hoch und siehst auf einmal da 50 Hunde, okay, es werden immer mehr Hunde, siehst da so 100 Hunde um dich rumstehen, die dich da anstachen, der Streuner auch noch, weißt du, die waren ja so zersaust und so, sah echt aus wie so ein Cats and Dogs Gang oder sowas, also es war echt crazy ohne Ende. Auf jeden Fall sind wir dann nach Hause und ja, das war so unser Einprägungsabs, beziehungsweise ein zweiter Moment, da waren wir auf so einem Felsen. Und von dem Felsen konntest du dann so in eine Bucht schauen und konntest wirklich dann, wenn du nach links geschaut hast, über ganz Sardinien schauen. Das war so ein krasser Moment. Da gibt es auch ein Bild davon. Das war ziemlich cool, weil Seppis Vater hat dann natürlich gleich ein Bild gemacht von uns, wie wir da saßen und da runtergeschaut haben. Und das war echt einer der epicest Moment ever. Und also den Moment, wenn du da so sitzt mit deinem Freund und du realisierst das letzte Mal, dass du mit dem jetzt da abhängen kannst und ihr schaltet einfach die Gedanken ab und es war echt richtig cool. Außerdem war es da oben ziemlich windig. Ich weiß nicht, ob ich die Storys erzählen soll, aber da oben war es echt windig. Und da war so, eine Frau mit so einem Rock und der ist hier dann immer so hoch. Und das war auch natürlich, naja. Aber das war natürlich nicht der Grund, wieso der Moment so epic war. Es lag natürlich an der Schönheit der Natur. Ja. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, wie eigentlich die Zeit ist. Ich würde sagen, das war's dann erstmal. Beziehungsweise, ich schaue jetzt mal, was eure Antworten waren, weil das ist natürlich ein bisschen wichtiger als mein Gelaber hier. Ich muss hier nur mal refreshen. Ich hoffe, dass schon ein paar geantwortet haben. So. Euer schönster Urlaub. Auf Rügen. Die Emily schreibt auf Rügen. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich war noch nie auf Rügen. Das ist mir mega peinlich, weil das ist bestimmt mega schön dort, aber ich war noch nie auf Rügen. Jetzt in Hamburg, schreibt die Benissa. Oh, die Benissa ist gerade in Hamburg. Cool, die kommt ja eigentlich aus der Schweiz. Oder Österreich. Naja, ist ja alles dasselbe, ne? Nicht Spaß. Okay, in Hamburg, ja, da war ich auch schon. Italien, die Laura, siehst du? Ja, die Laura schreibt Italien, auf jeden Fall. Italien war ich ja auch schon in Rom, ich war unten, ich war in Sizilien und dann halt in ganz Sardinien, an verschiedenen Points, Costa Smeralda ist auf jeden Fall richtig schön. In Sardinien kann man gut Urlaub machen. Und in Italien, Venedig, genau, war ich auch schon. Egal, in Italien, in der Toskana. Und bei dir? In der Toskana, ja, das ist auch schön, stimmt. Zypern, ja, war ich auch schon. Und Famagusta. Ach so, Zypern, Famagusta, okay, ja. Ich war da nicht in Famagusta, egal. An der Ostsee kurz vor... Ich war noch nie an der Ostsee, das ist mir so peinlich. Ich war noch nie an der... Weißt du, ich war schon in jedem Land, aber ich war noch nie in Deutschland an den Küsten, an der Nord- oder der Ostsee. Das ist echt peinlich. Auf Ibiza schreibt die Aline. Die Laura, die andere Laura, schreibt Amerika. America schreibt sie.
So, Melli schreibt bei dir und Sarah. Das war doch kein Urlaub, Melli, das war doch kein Urlaub. So, die Moritz-Tobi-Freakerin, André, ich kann den Namen eigentlich ganz lesen. Portugal und Deutschland. Portugal ist auch echt schön. Also, wir hatten mal so einen Backpacking-Urlaub gemacht, Richtung Spanien. Wir sind dann nicht so ganz so weit gekommen, weil uns die Fahrräder geklaut wurden und wir kein Geld mehr für Zugtickets und sowas hatten. Und dann mussten wir halt, wir sind halt wirklich fast die ganze Zeit nur gelaufen. Und ich hatte echt Glück, weil meine zwei Kumpels, die dabei waren, die waren so Survival-Kings. Weil ich glaube, wenn ich mit Normalos da langgelaufen wäre, wir wären tot. Aber auf jeden Fall, das war richtig crazy. Und da waren wir dann, sind wir dann irgendwann mit einem Bus weiter nach Portugal halt gefahren, weil wir gesagt haben, okay, nur laufen ist echt crazy. Und da waren wir an der Westküste von Portugal. Und es war echt so schön, weil wir waren an einem Strand, da war noch, glaube ich, da war noch nie ein Mensch. Und es war übertrieben. Naja, egal. New York. Ja, New York ist ziemlich cool, schreibt die Alicia. Die Angela schreibt, Klassenfahrt nach Italien im Winter. Skifahren, aber war nicht so meins. Okay. Olivia schreibt, in Tunesien. Tunesien. Soll auch schön sein, war ich leider noch nie. Die Charlene schreibt, na, ich war bis jetzt nur wirklich in Hamburg. Also Hamburg, okay. Hamburg ist echt eine schöne Stadt, auf jeden Fall. Wenn man da wohnt, glaube ich, ist es noch was anderes. Aber für Urlaub ist es auf jeden Fall cool. Dann schreibt die Julia, Mexiko, Cancun und Italien Roadtrip. Okay, Roadtrips sind sowieso immer episch. Und die Hanna schreibt Paris. Ich lasse es jetzt mal hierbei, weil ich will jetzt nicht so viel da sagen, wo die jetzt alle waren und was cool ist. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsurlaub ist. Und jetzt, es ist ja gerade Sommer. Habt ihr denn dieses Jahr noch irgendwie einen Urlaub vor? Schreibt es auch mal in die Kommentare, wo ihr hin müsst mit der Family oder hin wollt. Und wo ihr unbedingt mal hin wollt. Lasst euch einfach aus in den Kommentaren zum Thema Urlaub. Ja, das war gerade die Movieaufnahme. Das heißt, ich habe schon 12 Minuten oder so geredet oder meine Kamera ist kaputt. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall wollte ich nochmal ganz kurz am Schluss Tschüss sagen und das war's auch schon. Kürzeste Aufnahme. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Nächste Folge OMG morgen. Haut rein, euer Race Team.